Die Ergebnissteuer oder Outputsteuer ist nämlich in der Ökonomie ein ganz, ganz fundamental anderes Projekt, als Endleistung zu messen und dann die Organisation oder Filialen des Unternehmens oder Abteilung des Unternehmens abzustrafen. Output- oder Ergebnissteuerung ist ein ganz komplexes Verfahren, das, wenn wir uns mal das simple Modell einer Organisation vorstellen, was ja heutzutage immer kolportiert wird, Organisationen haben einen Input, ne, da kommen Ressourcen rein, die werden in Prozessen transformiert und dann gibt es ein Output. Output-Steuerung heißt, klingt jetzt ein bisschen anspruchsvoll, vielleicht den ersten Zuhören, Steuerung der Inputs und der Prozesse über die konsequenzenhaltige Analyse von vorab definierten erwünschten Organisationsergebnissen. Klingt ein bisschen schwierig, weiß ganz einfach. Wenn ich in der Ökonomie Output-Steuerung machen möchte, muss ich erstens vorher Ergebnisse, gewünschte Ergebnisse definieren. Ich muss sagen, wie mein Auto beschaffen sein soll. Wie mein Aktienpaket beschaffen sein soll, um eine Dienstleistung anzusprechen. Wie mein Versicherungspaket beschaffen sein soll. Was das leisten können muss. Welche Bestandteile, welche Kriterien es aufweisen muss. Ich muss vorher mein Produkt oder meine Dienstleistung sein antizipieren. Und zwar möglichst präzise. Denn Outputsteuerung heißt, ich muss vergleichen, habe ich das, was ich erreichen wollte, auch tatsächlich erreicht. Der Messprozess ist zentral. Ich muss messen können, die Differenz zwischen Wollen und dem, was tatsächlich erreicht worden ist. Das Ergebnis aber, wenn eine Differenz auftaucht, ist die empirische Frage, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich als Steuerungsinstanz falsch gemacht? Nicht, was hat die einzelne Schule, was hat die einzelne Organisationseinheit falsch gemacht, was stimmt an unserer Steuerung nicht? Habe ich möglicherweise falsche oder zu wenig Inputs in das System gegeben? Haben Sie mal irgendeinen gehört, der Kultusminister, der Schulminister, der letzten oder Ministerin sind es ja meistens, in den letzten 20 Jahren Autonomie- und Outputsteuerungsdebatte, die sich die Frage gestellt hat, stimmen möglicherweise unsere Inputs nicht? Hat irgendeine Schulministerin, irgendein Schulminister die Frage gestellt, wie müssen die schulischen Prozesse umgebaut werden, und zwar möglicherweise eben Ressourcen unterstützen, damit die Outputs, die ich mir wünsche, tatsächlich erreicht werden? Ich suche so etwas vergeblich. Ist aber zwingend in einem Modell, das sich Outputsteuerung nennt. Das, was da geschieht, ist ein Kontrollsystem. Ich versuche mit Schulinspektion, mit Zentralabitur, mit Vera, mit Vergleichsarbeiten, versuche ich das System zu kontrollieren, statt es aufgrund von empirischen Daten zu verbessern. Denn Steuerung der Inputs und der Prozesse heißt, ich habe ein Qualitätskonzept bekommen. Ja. Das Letzte, ich will das letzte ein Instrument noch mal kurz erwähnen, was